Ja, auch von meiner Seite wie immer einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen heute einen weiteren Schritt vorwärts in unserer sechsten Sitzung und zugleich verbleiben wir natürlich immer in der gleichen Thematik, wie Sie wissen, um die wir kreisen im Laufe dieses Semesters. Wir wollen heute zu Fichte übergehen, zu dem, was er Wissenschaftslehre oder die sogenannte Philosophie nennt in einem seiner früheren Texte. Wir werden Fichte nochmal begegnen, nämlich in der übernächsten Einheit, dann werden wir wieder zu ihm zurückkehren, da was Fichte hier und heute uns vorlegen wird, allerlei Rede von einem Grundsatz, einem absolut unbedingten Grundsatz ist, zu dem wir dann in der übernächsten Einheit nochmal zurückkehren werden, denn wie Sie dem Titel entnehmen, spricht Fichte hier zunächst über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, also ein gewisser propedeutischer Zugang auch, was hat man sich denn überhaupt zu erwarten von der Philosophie? Ich benutze jetzt bewusst dieses Wort, Fichtes Wort Wissenschaftslehre ist genau in seinem Denken ja auch sehr prominent, wie Sie vielleicht wissen. Er hat ja vielfältige Auflagen geliefert und Neufassungen dieser sogenannten Wissenschaftslehren. Er hat sein ganzes Leben daran gearbeitet, immer wieder andere Darstellungen des immer wieder Gleichen auch zu liefern. Also auch ein sehr stark pädagogischer Ansatz bei Fichte, wenn Sie so wollen. Also er hat sein Leben lang, wenn Sie so wollen, damit gerungen, das doch glasklar zu machen, was da in der Wissenschaftslehre als absolute Einsicht auf uns wartet. Sie haben da auch tatsächlich in seinen Werktiteln teilweise so etwas wie sonnenklarer Bericht und solche Angelegenheiten. Also es war ihm ein ganz großes Anliegen, das tatsächlich auch einsichtig zu machen und für jeder Mann und jeder Frau nachvollziehbar zu machen und vor allem selbst denkbar zu machen, soweit das möglich ist, was denn die Wissenschaftslehre da tut. Und um in das hineinzuleiten, erlauben Sie mir noch kurz nur daran zu erinnern, wo wir vom letzten Mal herkommen. Das letzte Mal haben wir einen Blick in die Kritik der reinen Vernunft getan, nicht nur in diese, in der Diskussion dann, sondern auch in die folgenden Kritiken, in ein paar andere Textstellen, auch von Kant aus und dann ein bisschen in den Neukantianismus, den sogenannten auch. Von den vielfältigen Zugängen, die wir da hatten letzte Woche, wählen Sie vielleicht noch einmal denjenigen der a priorischen Synthesis, wie Kant das nennt. Also eine Synthesis, die von sich beanspruchen kann, allgemeingültige und notwendige Erfahrungserkenntnis zu liefern oder zumindest Erkenntnis zu liefern, müssten Sie sagen. Denn Kant sagt uns, dass diese a priorische Synthesis nicht wie ein Erfahrungsgegenstand einfach in dieser Erfahrung auffindbar ist, so wie etwa die a posteriorische Synthesis, also die aus gemachter Erfahrung erstehende Synthesis, das tut, indem sie, wie Kant uns sagt, stets eben Urteile, synthetische Urteile, die auf Basis der Erfahrung getan werden, immer diese Erfahrung haben als ihren Prüfstein und ihr vermittelndes X, wie Kant auch sagt, oder ihr drittes, sagt er an einer anderen Stelle, an dem sie überprüfbar werden. Also man blickt halt dann in den etwa empirischen Wissenschaften, blickt man in die Erfahrung hinein, um das synthetische Urteil bestätigt oder widerlegt zu finden, letztendlich. Das Problem damit ist, wie uns Kant sagt, dass das halt bloß eine komparative Allgemeinheit ist, die uns so ein Urteil liefert, also eine vergleichsweise Allgemeinheit, nicht eine notwendige Allgemeingültigkeit. Sie kennen das aus den empirischen Wissenschaften natürlich. Der ganze Fortschrittsgedanke basiert auf dieser Überlegung, dass sozusagen immer dann eine Synthesis entdeckt werden kann, wenn Sie das so sagen wollen, die vorherige Synthesen falsifiziert oder zumindest als mangelhaft dann qualifiziert, beispielsweise. Und Kant sagt uns, wenn so etwas wie Philosophie als Wissenschaft möglich sein soll, dann muss es synthetische Urteile geben, die aber allgemeingültig und notwendig sind, also die nicht
den komparativen und jeweiligen Rückblick auf die Erfahrung sich gestatten, um eben vergleichsweise oder eine gewisse Zeitlang Gültigkeit zu beanspruchen und im Zuge eines Fortschrittes oder eines Paradigmenwechsels oder bestimmter kultureller Perspektiven, wenn Sie so wollen, dann aber sehr wohl relativierbar und falsifizierbar sind. Da sagt uns Kant, wenn wir darauf allein das synthetische Urteil, also das Erweiterungsurteil, das erkenntnisbereichernde Urteil, können Sie auch sagen, reduzieren, dann ist Philosophie als Wissenschaft nicht möglich. Ja, und dann ist möglicherweise, so wird uns auch Fichte heute belehren, eine allgemeingültige und notwendige Wissenschaft im Ganzen nicht möglich. Deswegen sagt Kant uns, naja, was ist denn dann im a priorisch synthetischen Urteil dieses Dritte oder dieses X, auf das sich die Erkenntnis richten kann, um daran die Gültigkeit eines Urteils zu prüfen, wenn es nicht die Erfahrung selbst ist. Es ist, mit ganz kurz gesagt, es ist, wie Sie sich erinnern, die Ermöglichung dieser Erfahrung, auf die sich die a priorische Synthesis richtet. Also die Tatsache, dass das Erkennen, die Erfahrungserkenntnis und damit auch sich selbst überhaupt erst möglich macht, durch gewisse a priorische logische Strukturen, die dann als allgemeingültig und notwendig diese Erfahrungserkenntnis begründen und durchziehen können sollen. Das nennt Kant die transzendentale Logik, haben wir das letzte Mal auch als diesen Begriff erwähnt. Und das Projekt, diese zugrunde liegende a priorisch synthetische Logik zu entdecken, im Großen und Ganzen die Transzendentalphilosophie, wie Sie sich erinnern. Ich wiederhole das deshalb, weil Fichte auch von hierher kommt natürlich, ja. Kant fragt, was macht Erfahrung überhaupt möglich und Erfahrungserkenntnis und die Gegenstände dieser Erfahrungserkenntnis in ihrer Erkenntnisart und Logik überhaupt möglich, und das seien die logischen Strukturen einer Synthesis a priori, wenn, wie Sie sich erinnern, und dies setzt sich, indem sie diese a priorischen synthetischen Leistungen entdeckt, zugleich selbst als eine solche Leistung, was wir mit Kant die ursprünglich synthetische Einheit der Apperzeption nannten. Also dieses ganze Vorgehen des Ich-Denke, wie Kant es nennt, auch ist ein sich selbst durch den eigenen Vollzug setzendes synthetisches a priori, oder Sie könnten im Großen und Ganzen sagen, die a priorische Synthesis, die sich damit synthetisiert, überhaupt Synthesis zu sein, also eine sich selbst als Synthesis, synthetisierende Synthesis oder eine sich mit sich synthetisierende Synthesis, wenn Sie das Wort Synthesis hier gebrauchen wollen. Und genau vom Programm einer solchen a priorischen, das heißt allgemeingültigen und notwendigen Synthesis, der Synthesis mit sich selbst, von der ursprünglich synthetischen Einheit der Apperzeption mit Kant, kommt Fichte jetzt her und fragt, wie ist denn hiervon eine Wissenschaft durchführbar eigentlich und wie ist die Erkenntnis einer solch ursprünglichen Synthesis, die alle andere Synthesis überhaupt erst möglich macht, zu denken. Also natürlich nähern wir uns dem Ganzen mal bewusst, wie Sie im Titel lesen können, über den Begriff der Wissenschaftslehre. Fichtes Projekt der Wissenschaftslehre als einer Lehre von der Möglichkeit der Wissenschaftlichkeit überhaupt. Und das können Sie durchaus in Zusammenhang zu demjenigen bringen, was wir zuletzt über Kant gesagt haben, von der Möglichkeit einer a priorischen Synthesis, die nämlich nichts anderes ist letztendlich als die Möglichkeit der Wissenschaft. Und die Frage, die darin liegt, ist die, wie kann sich die Wissenschaft eben selbst darin als Wissenschaft von sich selbst, nämlich von der Wissenschaftlichkeit, dann auch mit ermöglichen in so etwas. Oder in anderen Worten, wenn Fichte sagt, okay, sowas wie eine Wissenschaftslehre ist möglich, dann ist das nichts anderes als zu sagen, dass die a priorische Synthesis möglich ist, also dass im Prinzip allgemeingültige und notwendige synthetische Urteile möglich sind,
als Ermöglichung der Wissenschaften und der Wissen, des Wissens eben. Und deswegen sagt er uns auch an anderer Stelle, dass Philosophie oder eben Wissenschaftslehre genau nichts anderes sei als eine Prinzipientheorie des Wissens. Fichte sagt uns mehrfach, diese Prinzipien sind bloß aufzusuchen. Sie können nicht wie andere Prinzipien in Form einer Ableitung aus höherem bewiesen werden, sondern da gehen wir in einen anderen Erkenntnismodus, wenn Sie so wollen, übertranszendentallogisch gesehen. Erinnern Sie sich, Kant spricht auch von einer Erkenntnisart der Gegenstände, mit der sich die Transzendentalphilosophie beschäftigt und nicht mit bestimmten Gegenständen bloß. Die bestimmten Gegenstände, die dann keine mehr sind, folgen dieser Erkenntnisart nämlich. Also Sie können sagen, das, was Fichte so lapidar das Aufsuchen der höchsten Prinzipien oder hier in unserer heutigen Stelle deren Unerweislichkeit nennt, bedeutet auch einen Shift im Wissen selbst, also einen Schritt, den das Wissen davon hinfort macht, ein bloß ableitendes Wissen zu sein, aus quasi vielleicht sogar vorgefundenem oder sowas, sondern das geht anders vor sich. Darin erfragt sich jedenfalls die Möglichkeit des Wissens überhaupt. Ja? Und was überhaupt auch nicht gewusst und wissen werden kann. Sie sehen, auch da ist Fichte ganz klar im Projekt der Kritik der reinen Vernunft verhaftet, nämlich auch dem Erkenntnisvermögen seine Grenze zu bestimmen und zu sagen, wo ist denn überhaupt sowas wie Wissen nicht mehr möglich? In anderen Worten fragt auch Fichte wiederum, wie lassen sich überhaupt selbst- und letztbegründende Fragen des Wissens stellen? Bedeutet das viel eher den, wenn Sie nochmal so wollen, das Erkennen als etwas anderes zu erkennen, denn bloß die Erkenntnis des Gegenstandes der mathematischen Naturwissenschaften, wie wir das letzte Mal von Kant aus festgehalten haben. Denn Sie könnten sagen, wenn Erkenntnis die Erkenntnis der Gegenstände mathematischer Naturwissenschaft ist, dann brauchen wir keine Wissenschaftslehre und dann ist sie auch nicht möglich. Die Frage wäre natürlich, wie ist das dann überhaupt zu sagen? Wie ist dieses System beschaffen dann, ja? Und auf welche Weise ist es in der geforderten Vollendung zu schaffen? Genau das ist das Projekt, das sich Fichte in der Wissenschaftslehre vorsetzt. Sie erinnern sich, hier haben wir es zunächst mit einem einführenden Text über den Begriff der Wissenschaftslehre zu tun. Und von genau hier weg geht Fichte davon aus, dass er sagt, und wie muss das jetzt beschaffen sein? Denn genau das ist der Punkt, also dass sich so ein Wissen, von dem Fichte hier spricht, das Wissen von einem absolut unbedingten Grundsatze her, nicht bloß als irgendein dann festzustellendes Wissen an irgendeinem Objekt gestalten kann, sondern, Fichte sagt uns das in der 1794er Wissenschaftslehre sehr schön, sondern als seine eigene Entwicklung zu fassen hat. Denn was Fichte hier die Selbstevidenz des absoluten Grundsatzes nennt, ist zunächst, und das ist der praktische Teil dieses Projektes, ist zunächst eine Forderung, wie er uns auch in der Wissenschaftslehre dann genauer sagt. Und diese Forderung einzulösen, ist genau der Vollzug der Wissenschaftslehre, der Philosophie, wenn Sie so wollen. Das heißt, Philosophie und ihr höchster Grundsatz, mit Fichte gesagt, ist nicht bloß ein ruhendes Ding, zu dem man dann als oberstem Prinzip mal kommt oder sowas, sondern mit diesem obersten Prinzip ist sein eigener Vollzug verbunden, mit dem Fichte in den Wissenschaftslehre-Entwürfen angeht letzten Endes. Das heißt, Sie könnten sagen, von der heutigen Stelle aus, wenn Fichte hier stets von absoluter Gewissheit, von Evidenz und so etwas spricht, in der Frage, wie denn dieser höchste Grundsatz gewusst wird, und Fichte, wie gesagt, immer sagt, ja, absolut gewiss ist der, evident oder selbstevident ist der und so weiter, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, dass Fichte äußerlich unterstellen würde, es wäre klar, was Selbstevidenz oder absolute Gewissheit bedeutet. Sondern was diese Evidenz des größten und absolut unbedingten Grundsatzes des Wissens selber sein soll, das entwickelt sich in seinem Vollzuge. Das heißt, wir wissen nicht von vornherein, was diese Evidenz des sich selbst erkennenden Wissens eigentlich ist. Das ist genau das Projekt der Wissenschaftslehre. Also Evidenz ist nicht irgendein kartesianisches, klare et distincte bloß für den Fichte sozusagen, dass man sagt, ja, das ist so eine Art
Klarheit, die gleichsam eine Art von vielleicht sogar Überzeugung innewohnt dann, wenn Sie es einmal ganz empirisch sagen wollen. Von dieser Art der Evidenz, von so einer quasi empirischen Evidenz ist nicht die Rede, wenn Fichte von Evidenz spricht, sondern von der Forderung, diese Evidenz selbst evident zu machen, wodurch in dem gewusst wird. Das heißt, indem sich das Wissen vollzieht und es sich dadurch mit sich selbst synthetisch zusammenbringt, was es überhaupt ist zu wissen. Um diesen Vollzug geht es. Also Evidenz ist ein Vollzug für den Fichte und nicht etwas, das man bloß hat oder so etwas, also wo Sie dann keine Fragen mehr stellen können. Also wenn Sie sagen, okay, wenn es nichts mehr zu fragen gibt oder wenn man plötzlich wiederholt vom Höchsten, vom Absoluten, vom Gewissen oder so spricht, naja, dann ist das eben dann evident zu nennen, quasi so ein Etikett drauf zu kleben. Nein, diese Gewissheit, Höchstheit, Absolutheit und Evidenz ist eine sich entwickelnde Evidenz im Philosophieren, im synthetischen Philosophieren, das Fichte untersucht in der Wissenschaftslehre, ganz genau. Was können wir hier mit Vollendung meinen? Fichte sagt uns das auch, dass sich das Wissen im Sinne der Wissenschaftslehre systematisch vollendet. Ganz richtig, ja? Nämlich im Vollzug dieser Wissenschaftslehre. Jetzt müssen wir natürlich fragen, von welcher Art von Vollendung sprechen wir da? Naja, in dem Sinne könnten Sie mal darauf den Blick richten, dass gerade Fichte, der ja in den Wissenschaftslehren nicht müde wird, den praktischen, soll heißen mit Fichtes Wort, tathandelnden Charakter des Ganzen hervorzuheben, der bei Fichte eben mit der von mir schon erwähnten Forderung zu tun hat, einer Forderung an absoluter Selbstevidenz des Wissens, die sich aber in ihrem Vollzug erst herzustellen hat und nicht einfach gleichsam als kognitives Erleuchtungserlebnis gegeben ist oder sowas, sondern die imstande ist, eine Wissenschaft von sich zu machen. Das ist auch dem Fichte, noch mehr werden wir dieses Semester noch sehen, dem Hegel ganz entscheidend wichtig. Wissen, Erkenntnis oder Evidenz, wie Sie es auch nennen wollen, nicht von so einem, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, wie Hegel sagt, zu denken, also zu sagen, ja, das ist halt eine Art inspirativer Eingebung bloß, zu der manche das Glück haben und andere nicht, sondern Fichte und andere, auch Kant natürlich und andere, gehen von daher aus, dass hiervon eine Wissenschaft zu machen ist und dass hiervon eine Wissenschaft möglich ist, die zugleich diejenige ist, die überhaupt Einsicht in die Möglichkeit von Wissenschaft gibt. Denn sonst ist alles nur irgendeine inspirative jeweilige Erkenntnis sozusagen oder ein bloßes Finden von Gegebenem, könnten Sie sagen, wenn wir von der Gabeweise oder von der Gebung des Gegebenen keine Wissenschaft zu machen imstande sind. Und von hier aus gesagt, schauen Sie vielleicht einfach auf Seite 44, was Fichte uns dort sagt, also die letzte Seite, der zweite Absatz. Da sagt er uns in der zweiten Zeile, sondern soll ein vollendetes und einiges System im menschlichen Geiste sein, so muss es einen solchen höchsten und absolut ersten Grundsatz geben und so weiter. Fragen Sie sich selbst, was machen Sie aus Fichtes Aussage hier, das treffen Sie in seinen Schriften immer wieder an, dass er sagt, soll so etwas sein, also wenn so etwas sein können soll, das ist genau die transzendentale Formulierung nämlich, wenn so etwas möglich sein soll, dann muss etc. etc. Stellen Sie vielleicht, wenn Sie an Vollendung jetzt des Ganzen denken, die umgekehrte Frage, was ist denn, wenn es nicht sein soll? Was ist denn, wenn das Wissen von sich selber sagt, ich bin kein vollendetes System aus einem höchsten und absolut ersten Grundsatz? Was macht das Wissen aus sich selbst dann? Fichte führt ja in den vorherigen Absätzen auf den Seiten 44 und 43 einiges dazu aus. Nicht wahr, wo Fichte dann sagt, es wäre im anderen Fall kein Licht im Wissen und wir blieben bei allen unseren Reichtümern arm. Und warum? Weil wir nie wissen könnten, was wir eigentlich besäßen, sagt er uns dort. Das heißt, was machen Sie dann aus dieser Vollendung des Wissens, in der das Wissen dann durch seinen Vollzug das Wissen darum erwirbt, was es eigentlich da besitzt, indem es sich selbst besitzt?
Also wozu Philosophie überhaupt? Das wirft Fichte hier auf und sagt uns eben, dass die Philosophie als Vollendung der Wissenschaftslehre genau in der Lage ist, ihr eigenes Wozu einzuholen. Wenn das Wissen, wie Fichte uns jetzt in seinem gleichsam wissenschaftslehrenden Durchgange sagt, jetzt wieder ein bisschen platt ausgedrückt, zu sich selbst sagt, es solle ein System aus höchsten Prinzipien sein, die sich durch alles, das durch diese Prinzipien überhaupt nur Wissen zu werden imstande ist, nicht wahr, Kritik, Grenzziehung, das also überhaupt nur Wissen zu werden imstande ist, durchzieht. Was ist denn dieses auf sich selbst gegründet sein der Wissenschaften, das sie dann doch alle durchzieht? Also wenn Sie sagen, die Wissenschaften gründen sich auf sich selbst, woher haben Sie denn das, dass Sie das können? Könnten Sie dann von Fichte her sagen, und dann betrieben Sie schon wieder Wissenschaftslehre, wenn Sie so fragen. Also dann fragen Sie nämlich schon wieder, wie ist denn das Wissen und die Wissenschaft überhaupt möglich? Ja, also Sie kommen gleichsam mit Fichte ohnehin nicht raus aus dem, aber damit ist für ihn eben die Forderung verbunden, dass die Wissenschaftslehre zugleich die Vollendung des Wissens und der Wissenschaft sei und nicht quasi irgendein Durchzugspunkt bloß. Also wenn wir das als produktive Unerweislichkeit auffassen, die uns eben dort hineinstößt, die das Erkennen dort hineinstößt, letzten Endes sich selbst zu revolutionieren, wenn Sie so wollen, zu dieser Tathandlung, von der es in dieser Revolution erkennt, dass es sie immer schon war. Das ist der springende Punkt, also da haben Sie auch den sokratisch-platonischen Punkt der Anamnesis wieder drin. Also das Wissen erinnert sich an dasjenige, das es als Tathandlung immer schon war. Denken Sie an den Menon und andere Dialoge nochmal zurück. Und insofern kann man sagen, diese Wiedererinnerung mit Sokrates, Platon jetzt gesagt, wäre die unableitbare und darum, um das Wort schon wieder mal zu benutzen, auf das wir hinaus wollen, freie Tathandlung, die Unerweislichkeit des Grundsatzes ausmacht und die deswegen nur mit Fichte, wenn wir Wissenschaftslehre betreiben, aufzusuchen ist zunächst, um zu erkennen in diesem Aufsuchen, dass sie bloß zu tun ist. Das ist der springende Punkt, also diese radikale Transformation aller Erkenntnis zum Erkenntnishandeln, vermittelt durch diese Unerweislichkeit natürlich. Und da kann man natürlich in meinen Augen schon ein sokratisches Grundmovens drin erkennen. Sie werden sich vor allem in der Wissenschaftslehre selbst dann immer wieder darüber belehren lassen können, dass das Subjekt und das Objekt gegeneinander zu trennen und dann von Zugriffen des einen und des anderen zu sprechen, selbst schon eine bestimmte Form, Fichte nennt das etwa in der 1794er, das intelligente Ich, also das sich zur Intelligenz gemacht habenden Ichs bereits ist, die theoretische Vernunft auch letztendlich, die überhaupt mit dieser Dichotomie operiert und in der dann das Thema, aber da sind eben Subjekt und Objekt schon in einer gewissen Dichotomie gefasst, wenn Vorstellung geschieht, ist das Thema, wie kann das Subjekt sich das Objekt aneignen wieder, also wieder in es reinholen. Das ist das Projekt dann dieser sich gleichsam dichotomisch verengenden theoretischen Vernunft mit Fichte, der vorausgehend aber die praktische Vernunft dann zunächst eingesehen wird, von der uns Fichte sagt, die ist es überhaupt, die mit solchen Dichotomisierungen agiert und operiert, indem sie ursprünglich sich selbst zum Objektiven zu machen in den Stand geraten soll und fordert zugleich. Also die praktische Vernunft ist es überhaupt, die das, was dann später in der theoretischen als das getrennte Subjekt auftritt, ursprünglich durch die Tathandlung bereits setzt, nämlich das Subjekt, das sich selbst als das Objektive erkennt oder tathandelt eben. Das ist der springende Punkt. Und dadurch sozusagen, wie Schelling dann danach ja sagt, bloß von einem Subjekt-Objekt zu sprechen ist und nicht von einer Dichotomie des Subjektiven und Objektiven, die der theoretischen Vernunft angehört. Da sagt uns auch Fichte dann, einer sich so dichotomisch fassenden theoretischen Vernunft ist genau das Projekt,
dass das Subjektive sich das Objektive aneignet und dieses Aneignen nennen wir Wissen. Ganz genau, also das essen wir nicht, das Objektive, oder berühren es bloß, sondern die Aneignung gelingt vollständig, indem das Objekt gewusst wird und Wissenschaft davon gemacht wird, ganz genau. Jetzt haben wir natürlich noch immer nicht gelöst, was denn dieses System der Wissenschaften und der Wissenschaft in seiner Vollendung bietet. Also das ganze Wozu-Philosophieren, das uns Fichte hier vorlegt. Wenn uns Fichte sagt, die Wissenschaftslehre kann sich ja selbst auch zurückweisen, nicht wahr? Sie geht mit einer Forderung einher, die sich auch nicht tätigen kann. Und insofern kann sich die Wissenschaftslehre und mit ihr die Philosophie, die Vernunft und so weiter zurückweisen und nicht Wissenschaftslehre werden. In anderen Worten, was hat denn die Vernunft davon zu philosophieren? Das ist eine Frage, die jeden Idealismus im Mark und Bein begleitet. Fichte sagt uns ja selber auch auf Seite 42 im letzten Absatz, das, was er hier liefert, das ist schlechterdings gar keine Realerklärung des Wissens, denn eine solche sei ohnehin unmöglich. Sondern das, was er uns hier liefert, ist eine Entwicklung dessen, was gewisses Wissen heiße. Was darin liege, dass das Wissen da tut, wenn es System und Wissenschaftslehre von sich selber macht. Also es ist wiederum eine Tathandlung, als die sich das Wissen selbst setzt und vollzieht. Vielleicht, simpel gesagt, weil ein vollständiges Begreifen der Welt besser ist als ein Leben in Unvernunft. Was setzt denn die Vernunft in den Stand, von einem solchen besser zu reden? Was tut denn die Vernunft, wenn sie etwa in Fichte oder anderen mit ihrer eigenen Regulativität unzufrieden zu sein sich erklärt? Also was geschieht denn da wiederum? Die Vernunft, und darauf weist Fichte unablässig hin, stellt eine Forderung an sich selbst. Ja, sie sagt quasi, jetzt platt wieder gesagt, sie sagt immer wieder zu sich selbst, das reicht aber noch nicht. Denn du hast bereits, und das jetzt mit Kant gesagt, du hast bereits gesollt in dem, was du da erkennst. Ja, das passiert alles auf der Basis eines Erkennen-Sollens zugleich. Dass dein Erkennen-Können rahmt und einrichtet prinzipiell die praktische Vernunft bei Fichte. Da platziert er, weil wir das letzte Mal hatten, auch den kategorischen Imperativ dort. Und da könnten Sie sagen, ja, sie versucht, auch in Fichte, versucht sich die Vernunft gerade mit dieser Forderung abzustimmen und sie in ihre eigene Systematik zu inkludieren und zu sagen, aber was ist denn eine Vernunft, die, und jetzt sage ich es anders, die Erfahrung ihres eigenen Ermangelns machen kann. Die Erfahrung, nicht vollendet zu sein, nicht sich selbst zu erkennen, etc., etc. Also die Erfahrung, könnte ich sagen, des Skeptizismus letztendlich auch zu machen. Was ist denn das an der Vernunft, dass sie das tun kann überhaupt? Und dass sie diese, und welche Tathandlung des Vernünftigen geht dem überhaupt voraus? Was ist das überhaupt? Oder wie Fichte uns dann sagt, was ist denn das, dass das Ich sich als teilbar gegen ein Nicht-Ich erfahren kann? Wie ist denn das möglich überhaupt, dass nicht alles das absolute Ich ist und noch verrückterweise zugleich trotzdem alles das absolute Ich ist, indem es zugleich nicht dieses ist, erster und zweiter Grundsatz dann vom dritten her gelesen. Das ist genau Fichtes Anspruch. Aus historischer Sicht diese Unzufriedenheit mit Kants Vernunftkonzeption selbst in die Philosophie hineinzuholen, in die Vernunft hineinzuholen und zu fragen, wie ist denn das möglich, dass die Vernunft mit ihrer eigenen Selbstkonzeption und Selbstexplikation unzufrieden sein kann und die Erfahrung macht, das genügt aber nicht, das ist noch nicht vollendet. Ganz genau, das versucht Fichte da mit hineinzuholen. Fichte weist uns selbst darauf hin, dass wir das, was hier getan wird, nur als eine Darstellung dessen, was die Tathandlung ist, begreifen dürfen und nicht etwa die Forderung, das in einzelnen Urteilen dann letztendlich bewenden zu lassen oder mit denselben es bewenden zu lassen,
das wir da vor allem in der Wissenschaftslehre immer wieder sagen, sondern immer wieder darauf hinzuweisen, das muss sich in Synthesen entwickeln, in deren Verlauf sich das Synthetische erst selbst synthetisch herausstellt. Das ist der springende Punkt. Das Synthetische, nehmen Sie nicht herausstellt, das Synthetische erkennt sich selbst erst, indem es sich synthetisch vollzieht. Und diese Art von Grundsatz sucht Fichte uns auf, ganz genau. Und damit sind wir sozusagen genau wieder bei dem Punkt, von dem wir herkamen. Wenn Sie nämlich mit Fichte kurz gesagt fragen, er sagt ja selbst, es ist ein unvermeidlicher Zirkel, den wir hier gehen, wenn Sie mit Fichte selbst die Frage stellen, was wir also von alledem haben, dass dann auch von alledem eben noch ein Wissen zu haben und in dem davon gewusst wird, überhaupt die Ermöglichung des Wissens zu wissen, dann ist die Antwort eine vielleicht unbefriedigende, aber mit Fichte haben wir von dem nichts Geringeres als die Freiheit. Das ist der Punkt, die Freiheit, tathandelnd zu gestalten, tathandelnd zu vollziehen und tathandelnd nicht letztendlich auch sittlich zu handeln und uns aufzuhalten. Und darin auch das theoretische Wissen, die Theorie inkludiert zu finden, dass auch sie bereits so eine praktisch letztendlich auch sittliche, moralische Tathandlung ist, wie alles Wissen. Indem das Wissen eben von sich erkennt, dass es das absolut freie, sich selbst Gestaltende ist. Und deswegen in Verantwortung, in Aufforderung, im kategorischen Imperativ steht.